Und nach einer kurzen Pause und mit zwei neu freigeschalteten Perks, und zwar Vitalität und Schlossknacken, die wir jetzt haben, starten wir mal mit der zweiten Episode. Ich bin gespannt, ob wir unseren Hauptcharakter weiter begleiten. Oh, Sonja ist wieder da. Sie lebt also doch noch. Hi, Sonja. Die Election ist coming up. And this past weekend, I had the opportunity to attend a rally for Tyrak, which was open to all his supporters. What an amazing and wholesome event it was, with non-alcoholic refreshments and entertainment for the whole family. Thank you, Mr. President, for such a wonderful event. Our nation is blessed to have you at the helm. And here's to hoping for at least 10 more years. Ich hoffe nicht. Tyrak war doch der Schlechtere, oder nicht? A large network of smugglers helping teens cross has recently been dismantled by security forces. Ganz ehrlich, wer auch immer diese Show leitet, mit dem Hin- und Hergucken durch die Kameras, das ist fürchterlich. Sie guckt jedes Mal an irgendeine andere Kamera. Das schon wieder. Hör auf, in 5 verschiedene Kameras zu gucken. Wow, okay, ganz schön viel enthalten. What a relief. As you know, the Sonja Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Komm alle in die Gruben. Da sind wir bestimmt auch gerade. Oh, vielleicht machen wir ja weiter in den Gruben. Oh, ich kann was drücken. Haben wir bei irgendwen eine Information? Dir kommt mir ein bisschen bekannt vor. Seit 23 Tagen, zuletzt gesehen. Alter 15, alle 15 von 17, 12, 15, zuletzt gesehen. Ja, das passt sogar, oder? Ich glaube, die Person. Oder haben wir gerade unseren Charakter ausgewählt? Ach, ich dachte, wir sind jemand, der anruft. Okay, wir haben gerade anscheinend unseren Charakter ausgewählt. Gut. Wir spielen jetzt einen anderen Charakter. Unser Charakter ist also durch. Das ist jemand, der jetzt einer von den Vermissten ist. Das ist der, der jetzt in die Gruben landet. Und wir spielen jetzt Juni 23. Hat keinen Namen. Und deswegen wahrscheinlich auch die Prozentzahl da unten. Vielleicht treffen wir die gleichen Leute wieder und haben andere Erfahrungen mit dem neuen Teenager. Ich bin gespannt. Big Bear Rest Stop. Hoffentlich besser als das Wohnmobillager, was wir da gefunden hatten. Too young to die. Ob man wirklich zu jung zum Sterben ist? Mal sehen, wie wir so drauf sind. Dann werde ich beurteilen, ob wir es verdient hätten oder nicht. Hast du das gehört? Das war John? Oh, ist John gerade am Telefonieren? John? Oh, meine Maus. Sag mal, was ist das? John! Oh mein Gott, hey! Aber John! Dieser Mann ist so prächtig. Diese wundervollen Waden. Guckt euch die an, Mann. Die sind so jugendlich. Boah, er hat eine richtige Beule da. Kann ich nochmal nerven? Kann ich ihn irgendwie anstupsen oder so? Kann ich irgendwas auf ihn werfen? Gibt's hier irgendwas? Oh, Auto! Nimm mich mit! Bitte! Bitte! Oh, du! Ich kann schon wieder nicht auf die Straße. Präsident Tyrak. Oh, dass Tyrak jetzt wieder weiter oben ist. Ist das unsere Schuld wegen unseren Entscheidungen? Wiederholt jetzt einfach nur seine... Ich würde so gerne mit ihm jetzt reden. Wahrscheinlich kommt das gleich. Lose. Aber nichts können wir machen. Irgendwie buggt meine Maus in diesem, also nicht meine Maus, sondern wir buggen in diesem Kapitel. Das ist seltsam. Aber wir können uns was kaufen. Wir haben 15 Dollar. Ach, das war das, was uns angezeigt wurde. Nicht 15 Dollar, wer auch immer Informationen hat, kriegt das. Sondern wir starten mit 15. Ach, bin ich blöd. Aber wir wissen, Geld sparen ist wichtig. Das hat uns letztes Mal viel gebracht. Hätte uns auch bis zum Ende zum Überleben gebracht, wären wir nicht so blöd gewesen. Außerdem was Falsches zu drücken. Oh mein Gott, ich kann das Schloss knacken. Moment, ich gehe erstmal rein. Und na, wisst ihr was? Scheiß mal auf reingehen. Wir sind eklig. Wir knacken das Schloss. Ich hoffe, das hört er nicht. Geld. Was ist das? Ein Sammlerstück. Mountain Peak? Gibt's hier noch mehr Geld? Ein Autoschlüssel. Oh mein Gott, wir können wieder Fremde im Auto mitnehmen. Liebe Marilyn, ich hasse es, von Brigadabschaum ausgenutzt zu werden. Als Patriot will ich die Hotline anrufen, das ist meine Pflicht. Aber ich habe Angst davor, was sie mir, dir oder unseren süßen Router-Bigger antun werden, wenn ich das tue.
Oh, wie sehr wünschte ich, ich wäre ein stärkerer Mann. Wie sehr wünschte ich wäre mehr wie Tyrek. Mit freundlichen Grüßen, Randolph. Niemand sollte wie Tyrek sein. Der Typ ist ein Penner. So, mal sehen. Kommen wir hier Code eingeben? Können wir das hacken? Rufe die... Ja, das ist uns komplett egal. Kann ich vandalieren? Oh, ich kann keinen Vandalismus mehr machen. Schade. Okay, wir gehen erstmal... Moment, die machen die Tür zu, damit das nicht so auffällig ist. Gehen wir rein und wir versuchen, den Code rauszufinden, damit wir den ausrauben können. Ja, ich war sowas von nicht hinten bei deinem Laden. Also, Was soll das denn heißen? Wenn ich ein bezahlender Kunde bin, solltest du mich bedienen. Was ist denn das? Hast du irgendwelche Tipps, wie man zur Grenze kommt? Nee, wer ist der Typ am Telefon? Den kennen wir zwar schon, aber wer ist das? Das ist Big John. Ich habe Dinge über ihn. Shady things. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass er schnarcht. Hast du irgendwelche Tipps? Kid, who do you think you're talking to here? A brigade? What you're talking about is illegal. Now get out. Ich werde dich sowas von ausrauben. Ich werde es rausfinden. Ich wünsche so, wir hätten eine Karte. Ich werde irgendwo rausfinden, was dein Code ist. Und dann werde ich dich ausrauben, weil das hast du es verdient. Ich werde jetzt meine eigene Musik spielen. Was haben wir gerade bekommen hier? Mountain Peak, das spielen wir jetzt. Ich sehe aber auch keine... Oh? Ich erinnere mich schon wieder an Chloe, das ist ja furchtbar. Ich sehe hier nirgendwo was, was seinen Code verraten würde. Ich könnte allerdings seinen Schlüssel stehlen. Sollen wir das versuchen? Wir machen das. Ich nehme gar nicht den Schlüssel. In der Lage. Ah, ich habe gar nichts getan. Tschüss. Er kommt nicht hinterher. Okay. Können wir das nochmal versuchen? Hallo, ich bin ein neuer Kunde. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, er reagiert anscheinend. Okay, kann ich es nochmal machen? Verdammt, ich kann nicht nochmal. Ach, Manu. Aber wir können es einen Rubbel losholen. Komm, wir holen uns einen... Na, Tyrek hat uns nicht viel gebracht, ne? Ich nehme einen Glücksstern wieder. Der hat uns bisher immer Geld gegeben. Natürlich gewinnen wir direkt wieder. Ach, das gute Glücksspiel. Ah, oh. Verlust. Oh, ich wollte gar nicht kaufen. Ja, natürlich. Ich meine, ich wollte doch kaufen. Wir gehen lieber. Ich will nicht mein ganzes Spiel Geld am Anfang verspielen. Auch wenn ich das eigentlich gerne tun würde. Aber man weiß ja nie, wofür wir es noch brauchen. Ist das hier der Autoschlüssel für? Nein. Können wir einen Truck klauen? Oh mein Gott, können wir mit dem Truck fahren? Verdammt. Hallo? Hast du Kleingeld übrig? Komm, erzähl mir mal vom Typ am Telefon. Erzähl mal über John. Du magst ihn nicht, obwohl du ihn nicht mehr kennst? Du weißt gar nicht, wer er ist, der coole John, okay? Ich kann nicht weiter mit ihm reden, schade. Ich würde gerne das Auto finden, damit ich den Code rausfinden kann. Vielleicht kann ich dann... Wieso kann ich hier nicht durch? Vielleicht kann ich dann ja... Ich war ja fürchterlich. Vielleicht kann ich den Code rausfinden irgendwie. Es müsste doch das hier sein. Warum ist das hier das nicht? Ich kann hier nichts aufmachen. Schade. Hör auf zu schreien. Du schreist die ganze Zeit dasselbe. Meine Güte. Hör auf zu telefonieren und mach dich nützlich. Und hilf mir, das hinten zu knacken. Dann können wir zusammen abhauen. So, kann ich hier irgendwo rein? Guck mal, ich schließe die Tür. Irgendwas muss ich doch hier finden. Weißt du, der mag doch Tyrek, ne? Vielleicht hat er 1966 als Code. 1966. Code raten, oh Gott. 22% der Chance nur. Aber hier steht nirgendwo ein Code. Frage ist, ob wenn wir raten, könnte es denn sein, dass wir eventuell einen Alarm auslösen oder so? Ich wüsste auch nicht. Wer steht denn hier? Hier ist ja auch nirgendwo ein Code. Wirklich nicht. Ich rate mal. Ich kann nicht raten drücken. Wow. Wir raten mal. Komm. 2, 5, 4, 8. Na, natürlich hat das nicht funktioniert. Es wäre zu schön gewesen, wenn es funktionieren würde. Irgendwo hier bei der Baustelle muss doch... Bei der Baustelle? Bei der Tankstelle? Muss doch ein Code sein. Und ich frage mich, wo das Auto ist. Irgendwo... In die Post reingucken?
Meine Güte, ich höre mir jetzt mal zu. Ach, es geht sogar weiter, bei mir zu hören. Was mit einer Bombe? So wunderschön behaarte Beine. Kid, it's me. Can we talk? No, no. Listen, please. You don't want to do that. I know what I promised you, but you can't do that. Please, listen. Hello? Hello? Einfach aufgelegt als geil. Oh mein Gott, dann gleich fällt die ganze Telefonzelle um. John, beruhig dich. Ich wollte nur Hallo sagen. Später? Ey, ich muss noch das Auto finden. Mach nicht einen auf später. Oh, ich bin doch hier. Okay, never mind. Ich bin doch zufrieden. Deswegen nochmal gucken. Youngblood. Nee. Come over here. Ey, eben hast du mich angeschrien. Warum darf ich denn jetzt auf einmal zu dir? Oh, der Laden ist dicht. Oh, Moment, John. Du musst ganz kurz warten. Ich muss ganz dringend was gucken. Kann ich jetzt hier was finden? Kann ich zufällig hier rein? Verdammt, ich kann hier nicht rein. Wir können vandalieren! Ja, ja, woher weißt du, dass ich da bin? Warum ruft er mich immer noch? Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ja, ja, Tyrek kann mich mal. So, warte, da ist ja noch was. ja, was redest du mit mir? Na gut, ich setz mich. Alles okay, John. Wir kennen dich schon. Eine Kleinigkeit gegessen? Ich meine, hier ist viel los. Und ew, du hast die Pommes einfach da hingelegt auf den Tisch. Das ist widerlich. Oder ist das ein bisschen extra Würze? Eine Kleinigkeit? Nee, wütend auf dich? Waren die ganze Zeit die gleichen Autos lang? Was war das denn? Ja, klar. Natürlich. Ich bin überhaupt nicht abgelenkt oder so. Was ist der beste Weg, um unterwegs das Energieniveau hochzuhalten? Glaubt ihr, er erzählt uns von seinem Getränk? Why do you ask? Weiß ich nicht, nur so, Neugier. Yeah, right. But you gotta eat, drink, das ist der gleiche Fan von eben. Can't stop the basics just 'cause you're on an adventure. You know what I mean? Hey, I got all this food. Eat some. Du gibst mir was ab? Oh mein Gott, danke schön. Oh, wir nehmen die ekelhaften Pommes, Mann. Die schön mit Würze vom Dreckstisch bedient sind. Ach ja, richtig geil, Mann. Dankeschön. Die Würze tat gut. Da war noch ein Käfer mit drauf. Ich könnte tatsächlich ein bisschen Schlaf gebrauchen, ja. Aber warte mal. Der hat eben was von Kindern erzählt und einer irgendwie hat ein Kind entführt, um Bomben bauen zu lassen. Wenn ich in seinen Van gehe, werden wir dann entführt? Willst du mich entführen? Oh, ich habe gar keine Wahl. Ich werde einfach in sein Bett gehen. Nicht in sein Bett gehen. Ich meine, ich werde in seinen Van gehen. Ich hätte gerne noch das Auto gefunden, das wir aufschließen können. Vielleicht ist es ja für später. Oh, wir sind ausgeruht. Okay. Er ist nicht mit uns weggefahren. Gott sei Dank. Dankeschön, John. Und wir sind tatsächlich hier. Dankeschön, dass ich hier schlafen durfte. Da liegen schon wieder Pommes auf dem Boden. Ich, ganz gut, danke. Ist gemütlich hier. Bisschen dreckig, aber gemütlich. Das Einzige, was mich stört, sind diese Pommes. Der Typ sieht so traurig aus. Hey, den kennen wir doch. Wie heißt er noch? Ich habe vergessen, wie er heißt. Das Kind, das wir zum Heulen gebracht haben. Schien ziemlich angespannt zu sein. Er war also das, mit dem er telefoniert hat. Oh. Warum hast du es denn gebrochen? Und wieso? Warum warst du denn wütend? Gott. Robert wants to use it on the cops. Oh Gott. That's what he does. Uses kids. Oh, er kann doch nicht die... With a girl named Lola in 86. Oh. Kann doch keine Kinder Bomben bauen lassen. Und wenn ja, warum wurde ich nicht gefragt?
but I need your help. Wieso? Du kennst mich doch gar nicht. Thanks, kid. The kid won't listen to me. But maybe he'd listen if you gave him a call on the CB. Klar, ich kann's versuchen. Thank you, young blood. Wir haben ja schon mal mit ihm geredet. The CB is in front of you. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin hier, ich würde gerne diese Dreckspommes da essen. Darf ich die essen? Oh, auch noch Dosen, die offen sind, liegen da so rum. Das ist wundervoll. Hier, Funkgerät einmal bitte. Oh. Hallo, hallo? SOS? Bitte. Ich bin hin. Oh. Ich bin nicht John. Ich bin nicht John. Eine Freundin. Ich bin ein Freund. Oh. He's there, isn't he? Ja. Ist er? Ist er nicht? Nein. You're probably lying. Ach, verdammt nochmal. Sei doch nicht direkt so drauf. Können wir kurz reden? Homegirl, oh, der ist sogar uns Homegirl. Dieses Kack-Homegirl ist so nervig. Du scheinst ein guter Mensch zu sein. Nein, John macht sich Sorgen um dich. Das hat er. Bitte bau keine Bomben. Ey, nicht auflegen. Hey, hey, hey. Don't lose him, young bud. Leg nicht auf. Ich, Homegirl, komm schon, wir verstehen uns, Buddy. Ich weiß nicht. Du bist schlau, du weißt, dass eine Bombe töten kann. Yeah, of course. Und natürlich wird sie auch so benutzt. But sometimes people need to be hurt for a good cause. Oh mein Gott, er ist einverstanden damit. You know what Tyrax doing to teens, homegirl. Ja, ich weiß. Aber du hast so viel Potenzial, Alex. Yeah. One day I'm gonna start my own company, yo. It's me, kid. Don't do it. You don't want blood on your hands. Believe me, I know. You lied to me? John's been listening the whole time. Ach, ich hätte sagen sollen, er ist da. Aber warum hat John auch jetzt das Ding in die Hand genommen? Nein. Es tut mir leid, ich hätte nicht. Es tut mir leid. Bitte leg nicht auf. Ich sag alles, was ich weiß. Erzähl von seinen Eltern. Boah, warte mal, woher wissen wir, dass er von seinen Eltern weiß? Fang mit dem Namen an. Naomi und Steven. Warum kennt er die? Naomi und Steven? Ja. Naomi und Steven. And I know more. I'll tell you. Komm, ich glaube, es funktioniert. Erzähl weiter. Los. Nein, nicht erzählen, was anderes. Ah, ich habe das Falsche gedrückt. That hurt me, John. Oh, I'm so sorry, Alex. Verdammt, really wir hätten ihn wieder zum Heulen bringen sollen. Ich habe das Falsche gedrückt. I wanna know more, but not like this. Oh, vielleicht war es doch richtig. We meet soon, and you'll tell me everything you know? Yeah, yeah, I promise, kid. Und was mit Robert? Ja, sehr gut gemacht. John, High Five. Hab's geschafft. I don't think he's gonna be happy. Let me worry about Robert, kid. I'll see you soon, okay? Okay. Bye, John. See you soon, kid. Ich frag mich, wieso die beiden verbunden sind. Alex wird die Bombe nicht bauen. Oh Gott. Können wir diesmal schwerwiegende Entscheidungen treffen? He's safe now. Thanks to you. Danke. Ist auch besser, wenn er sie nicht baut, weil wenn wir wollen, dass Tyrek nicht an die Macht kommt und wir aber Bombenangriffe gegen ihn machen, dann benutzt Tyrek das in seinem politischen Wahn und sagt, ach, die andere Partei, die ist nur aggressiv und die versucht uns, ich weiß nicht, niederzumerzen mit Bomben und mit Gewalt und deswegen sollten wir sie nicht wählen, weil sonst enden wir so wie die. Ich reg mich so auf, dass ich diese Tür nicht aufmachen kann, ne? Diesen Safe meine ich. Kann ich ihn nochmal raten? Ich kann ihn einfach nicht raten, das ist so traurig. Das Gute ist, aber wir haben einen Autoschlüssel geklaut und das ist jetzt ab sofort unserer. Und der Ladenbesitzer, der kann uns mal. Also werden wir auch diesmal wirklich mit dem Auto fahren. Wir klauen das Auto. Das ist ab sofort meins, wir haben es gestohlen. Die können uns alle mal. Ich hoffe, wir nehmen irgendjemand Cooles mit auf dem Weg. Oh, 2040 Kilometer zur Grenze. Ich hoffe, wir treffen wirklich die guten Entscheidungen in der Episode. Wenn nicht, dann könnten Sachen explodieren und Menschen sterben. Und hier, John ist hochgegangen. 32% jetzt.
frage mich, wann wir dann Alex und Fanny und so treffen. Fanny würde ich gerne treffen. Ich will die wieder zum Ausrasten bringen, die Frau. Die ist immer so angespannt.